Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Weekly-Folge von FTL. Wir donnern jetzt ohne weiteres Gadudel zurück. Ich wollte jetzt sagen, in den nächsten Sektor, aber ich hätte das ausbissen sollen auf Zurück als Abenteuer. Aber ich bin blöd, darum habe ich keins von beiden gemacht. Wir donnern in die NG Homeworlds. So einfach ist das ganze Phänomen. Und wum wum, Sector 5, just getting started. Ship and luck, die NG Cruiser. Ne, da sehen wir schon mal, was wir in der nächsten schönen Woche fliegen werden. Nicht wahr, Mutz? Mutz redet immer noch nicht mit uns. Sie ist immer noch ein komatöses Frettchen, das sabbert. You've arrived in NG Space. The Mantis have been threatening the NG Core Worlds, but you should be able to stock up for your journey. Congratulations, by making it to the 5th Sector, you've unlocked the NG playable ship for future playthroughs. Das habe ich gerade gesehen. Aber trotzdem, danke für den Hinweis, mein Freund. Danke indeed. So, da wir NGs haben, haben wir vielleicht sogar die Chance, den Stealth Cruiser freizuschalten, bei dem wir letztes Mal so kläglich verschüttelt haben. You arrive at the distress beacon near a small asteroid belt and find a ship with pirate markings partially crushed between two large rocks. It must have been illegally mining the belt without proper equipment. But we have a beam drone, so we can cut them out. You program the drone to work carefully around a trapped ship. In a short time, it allows the ship to easily slip out of its cage. They thank you and offer some of the resources they have collected. Dankeschön. Hoffentlich waren das diese netten Piraten, die nicht jeden erschießen, der sie über den Weg laufen. So, wie machen wir das am besten? Ich finde es sehr schön, wie die Sterne hier hinten einfach so perfekt angereiht sind. Dass jetzt irgendjemand einfach gezeichnet. Der eine ist der Einzige, der mich stört, wenn der noch drüben wäre. Und der hier so ein Stück. Boah. Es gibt auch. Ja, ich muss zu diesem Stern hier hoch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen sehr schnellen Weg hier hochgehen. Aber dafür da drüben abfarmen. So, you follow the distress beacon to a tiny asteroid belt. You find a small ship struggling to maneuver through the field. Hail them. They respond, help, or shoot it down. We won't last long. Wir werden versuchen, sie zu schützen, weil so etwas tun wir normal als Helden. You try your best, but one stray rock hits a key structure in the ship. It breaks apart in front of your eyes. You salvage what you can before leaving and try not to think about the lost crew. Wir haben es probiert. Wir können leider nicht alles machen. Okay, wir werden ja doch ein bisschen länger sein, weil ich den Store hier abklappern möchte. Denn wenn wir Pech haben, ist hinten kein Store und dann ist alles tot. Receive a distress call from a nearby Angie ship. Assistance requested. Danger present. Imminent destruction. Respond. You approach to find a Mantis ship assaulting a small Angie space station. You prepare for a fight. Die haben einen Teleporter. Das gefällt mir mal richtig gar nicht. Rüber damit und Mind Control. Instant. Wenn wir zwei haben, sollten wir diesen Kampf durchaus ohne größere Probleme gewinnen können. Denn sie haben weder eine Met noch eine Clone Bay. Das heißt, wir warten im Allgemeinen nur darauf, dass wir durchkommen, ne? Ah, das ist blöd, aber unsere Schilde sind stark genug, um das auszuhalten. Wir konnten keinen massiven Schaden bekommen, vielleicht 3 Punkte tops. Das schätze ich mal grob. Und der Mind Control, den kann ich eigentlich manuell beenden? Nein, kann ich nicht. Das muss ich warten, bis es aus ist, so. Der dumme Mantis wird jetzt auch gleich drauf gehen. Ja, unser Boarding-Clone macht einen kurzen Prozess mit dem. Kein Problem. Fang. Zugeben, ein voll trainierter Mantis ist, glaube ich, stark genug, um meine Boarding-Clone zu killen. Allerdings scheint mir der Typ auf jeden Fall nicht voll trainiert sein. Das ist mir auch Jacke wie Hose. Aber wir können den NG mal rüberschicken, denn wir brauchen keine Infos. No more life signs detected on the Mantis ship. You hasten to contact the NG. The NG station is stripped bare. There are signs of a fierce battle. The Mantis must have left the distress call active to lure other ships into a trap. Ich habe gehofft, wir würden vielleicht noch einen kleinen Freund für unsere Crew finden. Aber naja, man kann scheinbar einfach nicht alles haben. Aber ihr könnt euch schon mal in Ruhe heilen. Und wenn alles fertig repariert ist, könnt ihr auch zurück auf eure taktischen Stationen wechseln. Denn wir brauchen ja leider Gottes dennoch euch alle in Topform. Das kostet zwar unnötig viele Ressourcen, aber naja, Zivilisten, furchtbar mit dem. Oder die Hälfte, die das Geld müssen. Naja, ich bin... So, was können wir hier kaufen? Eine Flak 1, einen Charge Laser mit normaler Stärke, eine Hull Missile und Bullshit. Leave the four signals the sector started to delay rebels for one jump. Oh, das hat mir sogar gefallen. Wir haben nämlich interessanterweise nicht sonderlich viel. Das finde ich nicht gut. Beim besten will ich. Mutti. Meine Katze ist gerade fast in den Schoß gefallen. Meine arme Putzelkatze, die hat das nicht verdient. Es tut mir leid, Mutze. Hab dich lieb. Nicht weglaufen. Ah, es ist gut, Mutzeltatze. Mutze. Wir haben keine Argumentations. Das heißt, es wird sich vielleicht tatsächlich... Wir sind jetzt bei 5. Wir werden wahrscheinlich die 50 Scrap reinholen, wenn wir den Scrap Recovery Arm kaufen. Und der Rest juckt mich nicht so sehr. Aber ein bisschen mehr Scrap tut auf jeden Fall nicht weh. Wir können auch Fuel aufstocken, da wir eh voll repariert sind. Und das restliche Geld werden wir mitnehmen. Für den Fall, dass wir jetzt doch noch schaffen, irgendwo einen kleinen Shop zu finden.
Denn wie wir alle wissen, sind Shops sehr gut. Ihr stumbled across a forward scout of the Rebel Fleet. Der Powering up der FDL. Ja, das denken die, dass sie es hinbekommen. Ich sag einfach mal nö. Gut, die haben eine Cloning Station, aka wir werden es gar nicht erst probieren, die zu boarden. Aber wir können ja praktischweise zumindest ein bisschen ihre Zeit abhalten, ne? So, da oben wird's eng. Finde ich schön, finde ich gut. Also fast und fast gar nicht, ne? Da kommt die erste Rakete geflogen. Treffenswaffensystem ist unangenehm. Das gefällt mir mal so richtig gar nicht. Aber die Schilde sind weg. Das heißt, wir können mit Charge jetzt... Ja, wir haben die Schilde sehr stark beschädigt. Das gefällt mir gut. Wir haben dummerweise Feuer hier drin. Das heißt, wir werden schnell mal unsere gesamte Crew rüber transportieren, um das auch mal nicht zu reparieren, während du dich heilen gehst. Das tut weh. Wie läuft's denn drüben? Ohne Waffensysteme ist das natürlich sehr behindert. Sensoren-Waffensystem. Das ist furchtbar. Erstmal ein Burst-Laser laden. Wir brauchen Schaden auf den Schilden. Ansonsten wird das sehr unangenehm enden. Ja, das Schiff ist stark ausgerüstet mit sehr viel Waffen im Vergleich zu sonst. Das mir natürlich überhaupt nicht gefällt. So, der Rest von euch geht sofort wieder hier rüber und kümmert sich da um die Reparaturen von allem. So, der Jump ist imminent. Warum haben wir eigentlich keine Sensoren? Oh, weil du nicht mehr Sensoren-System bist. Gib mir Sensoren. Fuck. Shit. Ich wollte jetzt in der letzten Sekunde noch versuchen, den Typen im Cockpit zu kontrollen. Hat leider nicht gereicht. Naja. Das hat einfach nur... Der Kampf hat einfach nur so viel Schaden gemacht und sonst gar nichts. Das war furchtbar. Das war ein wirklich beschissener Kampf. Okay. Alle voll, gut. Alle wieder auf Position. Ihr geht hier rein. Oh, und ich sehe, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, mir mein Getränk herzurichten. Ich werde kurz einen Cut machen und wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. Und willkommen zurück, da sind wir auch schon wieder in FTL. Wir befördern unsere Crew kurz zurück. Meine Katze hat sich entschieden aufzustehen, sie ist jetzt am Fenster komatös, nicht an meinem Bein. Finde ich jetzt ein ganz guter Anfang. Oh, der Double. Das tut weh. Ich habe gehofft, ich hätte eine Chance, hier nochmal ein bisschen mehr zu dubbeln, denn jeder Jump gibt uns halt die Chance, in der Theorie, das neue Schiff freizuschalten, was ich natürlich gerne möchte. Und... Oh, jetzt bist du auf meinem Schiff gecontrollt. Okay, gibt größere Probleme, würde ich jetzt mal grob behaupten. Aber egal, wir können... Oh nein, wir können die Boarding Drone nicht rüberfeuern, weil ich natürlich meine Mathematik wieder falsch gemacht habe, ne? Boarding Drone rüberfeuern. Mal gucken, was der Mantis und der kleine Angie dagegen anstellen, ne? So, wo marschierst du hin? In die Schildsysteme. Okay, wir wollen eine große Menge an Leuten in diesem System. Sobald sie anfangen, auch nur irgendwie darüber nachzudenken. Okay, wir haben noch 2 Striche. Wir haben nur noch 1 Strich. Vielleicht geht das Böse los. Ja, da ist sie. Und nein, Mutz! Nein, Mutz! Nicht auf die Tastatur! Hier kommt man mein Bauch. Das ist okay, aber nicht auf die Tastatur. Mutz, bist du eine blöde Katze. Ich liebe dich, aber du bist eine sehr, sehr blöde Katze. Nicht blöd sein, Mutz. Komm. Nein. Professionelle Aufnahmen, in der ich verzweifelt versuche, meine Katze daran zu hindern, meine Maus zu essen. Mir fällt erst jetzt die Ironie daran auf, aber ja, okay. Ballern wir ihn einfach mal alles über den Haufen, was ich finden kann. Guter Anfang. Hätte besser laufen können, hätte aber auch wesentlich schlechter laufen können. So, wir fahren wieder eine Bordenbüro rüber, denn was machen wir jetzt mit 16 Drohnenteilen, ne? Und wir bringen auch mal den Rest unserer Crew wieder in taktisch korrekter Position. Stapeln sich da ja geradezu an dieser einen Stelle. Das ist ja ein Wunder. Wir kontrollieren den Mantis hier mal. Lassen die restliche Horde hier jetzt ganz langsam und schwerelös. Oh mein Gott, ja, das wird nice. Und ja, ja, das Schiff ist auf jeden Fall im Untergang geweiht. Ich kann euch vielleicht hier gleich etwas sehr Schönes zeigen, sofern das Schiff noch lange genug überlebt, was ich irgendwie geistig hoffe. Mach kurz die Boarding Zone aus. Kann ich den Minecraft wirklich überhaupt nicht aus? Nein, ich kann den gar nicht ausmachen. Das ist blöd. Ich warte nur kurz drauf, dass der Mantis wieder aktiv atmet. So, perfekt. Denn das Feuer verbreitet sich logischerweise noch weiter. Du, also hier nicht für ein halbes Schiss, das mir ist jetzt aufgefallen. Das ist blöd. Wenn das Feuer ein System zerstört, bekommt das Schiff 1 Schadenspunkt. Wenn ihr ein Schiff so zerstört habt, ohne Leute, die drauf sind, und das Feuer sich verbreitet, das war ein WhatsApp-Pling, kann es durchaus passieren, dass das Schiff, obwohl ihr es gesäubert habt, dann im Endeffekt noch zerstört wird. Das ist relativ... Es macht keinen Unterschied spieltechnisch, aber es ist etwas, das sich relativ gerne beobachten lässt. Normal life sets detected on a pirate ship. You hasten to contact a civilian ship. Okidoki.
The civilian ship wisely made a fast retreat while you distracted the hostile ship. Weiklinger, furchtbar. Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir weiter. Warum denn nicht? So, da ich ein möglichst großes Gebiet abdecken möchte, hüpfe ich mal diese beiden Sterne an und kann danach ja noch entscheiden, wie genau ich die verlängerte Route hüpfe. The system appears quite peaceful. You're not sure how long it'll last between the combined threats of the rebels and the Mantis. Gell! Weiter. Und wir bekommen... You look at the military... Das ist schon wieder ein WhatsApp-Play. Irgendwer hat gerade das unbändige Verlangen, hier rumzukubbeln. We're trying to get back on our home alive. I'm an engineer, by trade, and could try to improve your reactor if you have extra supplies. Ja, warum nicht? Ich meine, Fuel und Raketen haben wir genug und Drone Parts benutzen wir nicht so oft. Jo, und ein gratis Reaktor-Upgrade. Das ist auch ein schöner Anfang. So, wir haben leider nicht so viel Luft. Also ich denke, wenn wir jetzt nicht bald Glück haben, werden wir leider kein Stealth-Ship bekommen. You pick up an automated message from a nearby space station. There appears to be a local shipwright that can perform emergency work on military ships. Inquire about their specialty. They offer to upgrade your piloting subsystem in exchange for some scrap. Und das nur für 11? Ja klar, machen wir. Warum nicht? You let the team on board and after a short time they finish the work. Gut, Piloting auf 2 zu haben, sorgt dafür, dass wir die Hälfte unserer Ausweichchance auch haben, wenn wir keinen Piloten haben, was in manchen Situationen wirklich sehr hilfreich ist. Das heißt, wir können jetzt auch unseren Piloten rausholen und auch der FTL chargt sich dann, glaube ich. Bin mir jetzt aber unsicher. An advanced Rebel automated ship remains stationed near a small Rebel space station. Sends indicated to search vessel for military goods. Muss ich denn darüber nachdenken? Wir ballern alles über den Haufen, was sich ballern lässt, ne? So, dich brauche ich nicht, das heißt, wir können den Strom hier reinstecken. Was wir aber brauchen, ist eindeutig mehr Bum-Bum. Warte, wir warten mit dir noch ein bisschen, bis du feuerst. Jetzt feuerst du. Und du hagelst gleich hinten nach. Ja, und wir haben die Rakete ausgeschalten, ne? Wunderschön. Und wir haben die Drohne ausgeschalten, wunderschön. Das könnte ja fast gar nicht besser werden, ne? Also natürlich außer alles, was das besser machen könnte. Das mache ich natürlich. Davon abgesehen. Aber ist ja nicht viel. Also, Beschwerden sind unnötig. So, es wird relativ dunkel hier. Das sind die Kämpfe, die ich persönlich nicht mag. Sie ziehen sich einfach nur in die Länge, weil man wirklich einfach nichts tun kann, außer warten, bis die Feuerkraft ausreicht, um das Ding zu zersäbeln. Ich könnte das Ganze natürlich ein bisschen schneller machen, weil ich schlau wäre, was ich im meisten Falle nicht bin. Wie zum Beispiel, indem ich auf das verdammte Cockpit schieße, anstatt auf andere Sachen. Da, ah, wunderschön. Gut, was kriegen wir? 40 Scrap und... The station was either abandoned or stripped clean. It seems to have lain unused for quite some time. You find nothing useful. Es hat Wände. Wir nehmen die Wände mit. Mein Schrott ist doch Schrott. Warum beschweren? You arrived at a long-range beacon when the FTL is charged, blah blah blah. A pawnbroker has set up a shop at this obscure beacon. He might be offering something worth looking at. Da wir keine Raketen schießen, machen wir den Deal auf jeden Fall. Und damit ist der Sektor auch schon beendet. Schade eigentlich, ich hätte richtig gern einen zweiten Shop gehabt. Bisschen traurig eigentlich sogar. Aber wir bleiben trotzdem beim System. Das ist eine relativ kurze Folge. So, hey, vielleicht glauben Leute, dass ich tot bin. Nein, ich bin aber nur zu gut für den Shit. Dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren goldigen Tag. Wenn ihr Spaß hattet, dann dürft ihr natürlich ruhig den Abo-Knopf drücken. Falls ihr den Abo-Knopf nicht drückt, dann dürft ihr mich natürlich trotzdem lieb haben. Denn ich habe euch alle lieb, jeder, der das guckt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von FTL, unserem netten Weekly Run. Die seht ihr dann sehr wahrscheinlich an einem Freitag. Aber für den Fall, dass ich verscheiße, seht ihr mich einfach an einem Tag. Ich bin mir immer noch ziemlich unsicher, ob ich das hinkriege. Einfach nur, weil ich organisiert bin, eine Banane bin. Aber bis dahin, ich war Goldi und bye bye.